Wir sehen mittlerweile seit über 4 Monaten die Gräueltaten, die Israel, die Verbrechen, die Israel dort begeht an den Menschen. Und immer wieder kommen wir zusammen und immer wieder sind wir entsetzt darüber, wie brutal die Menschheit eigentlich sein kann. Und wie skrupellos auch die deutschen Politiker gegenüber diesen Massakern dort sind. Und ich habe gestern erst darüber gesprochen, wie egal der Menschheit und Deutschland auch die Einschätzung des höchsten international rechtsprechenden Organes, des IGH. Dieser hat nämlich befunden, dass es sehr viele Beweise dafür gibt und sehr viele Anhaltspunkte zumindest, die dafür sprechen, dass Israel dort gerade einen Völkermord begeht. Aber trotz der Anweisungen des IGH, der Anweisungen, dass sie die Zivilbevölkerung in Gaza schützen müssen, haben wir doch immer noch tagtäglich über 100 Märtyrer in Palästina, in Gaza zu beklagen. Und hier müssen wir doch nachdenken. Und hier müssen wir uns auch selbst, vor allem weil wir Muslime sind, und deswegen habe ich daran erinnert, dass ihr gesagt habt, La ilaha illallah wa shahid habibullah. Ob wir weiterhin Vertrauen haben dürfen in diese Organisation und wenn nicht, worin sollten wir sonst Hoffnung haben? Ich denke, dass die letzten Ereignisse, vor allem nachdem der IGH sein vorläufiges Urteil gesprochen hat, jedem klardenkenden Menschen, dass es ihm zu verstehen gegeben hat, dass wir darin kein Vertrauen haben dürfen. Denn im Endeffekt ist der IGH ein Teil der UNO. Und es war genau diese UNO, die 1947 beschlossen hat, dass Palästina aufgeteilt wird. Und alleine das schon, das Land Palästina aufzuteilen in ein Land namens Israel und Palästina, alleine das schon, war ungerecht. Unabhängig von den anderen weiteren Gräueltaten, die Israel seit 1948 begeht. Und deswegen müssen wir tiefgründig darüber nachdenken, was der Ausweg ist aus dieser Situation. Allah, an den ihr glaubt, spricht im Koran: Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ändert den Zustand einer Gemeinschaft erst dann, wenn sie ändern, was in ihnen ist. Und wir sehen, dass unsere Lage heute schlecht ist. Den Menschen im Allgemeinen, nicht nur in Palästina, geht es sehr schlecht. Wir haben weltweit sehr viel Armut. Wir haben weltweit sehr viel Ungerechtigkeit. Und ganz klar wird das jetzt am Beispiel von Gaza. Dort wird es jetzt der Menschheit kristallklar. Und wir müssen uns jetzt die Frage stellen, wie können wir diese Situation ändern? Und der erste Schritt dahin, den sagt Allah Ta'ala uns im Koran, nämlich, dass wir uns ändern müssen, auf dass Allah unsere Situation ändert. Und seit Jahrzehnten haben wir im Allgemeinen Hoffnung in die UNO und Hoffnung in die Staatengemeinschaft und Hoffnung in die USA und in Deutschland und in Europa. Und viele Vertreter und viele der Zivilbevölkerung haben auch wirklich ehrenhafte Standpunkte vertreten. Und deswegen danken wir ihnen auch dafür. Aber trotzdem wird das unsere Situation nicht ändern. Wir haben gerade einen Monat, der für uns Muslime sehr wichtig ist. Und der Monat davor war der Monat Rajab. Und vor 862 Jahren, am 27. Rajab, hat der große Held des Islams und der Menschheit, Salahuddin al-Ayyubi, Palästina von der damaligen Besetzung befreit. Damals waren es nämlich die Kreuzritter, die in Palästina einmarschiert sind und auch damals unzählige Menschen getötet haben, obwohl dort Menschen, Muslime, Christen und Juden in Frieden miteinander gelebt haben. Und das, was das Vorbild, ein großer Führer der Muslime, Salahuddin al-Ayyubi, damals gemacht hat, ist, dass er nachgedacht hat. Warum befinden wir uns in dieser Situation? Warum waren die Menschen in Palästina damals der Ungerechtigkeit ungeschützt ausgesetzt? Und er hat erkannt, dass eines der Hauptprobleme das ist, dass die Länder damals, so wie heute, zerspalten waren. Dass jeder Herrscher eine Stadt für sich eingenommen hat und sie untereinander
oder sich untereinander verraten haben. Und deswegen hat er gesagt, bevor wir der Ungerechtigkeit in Palästina ein Ende setzen können, müssen wir erst einmal das ändern, was in uns ist. Und das ist Zersplitterung. Das ist Aufteilung der einzelnen Städte damals. Und wenn wir das im Groben vergleichen mit unserer Situation heute, dann ist genau das unser Problem. Nämlich, dass wir uns untereinander nicht unterstützen können. Die Kolonialmächte damals, 1917, sie haben die Länder des Nahen Ostens besetzt. Und sie haben eine Taktik angewendet, die lautet, teile und herrsche. Wenn du die Länder der Araber teilst, dann sind sie nicht mehr gemeinsam stark. Deswegen teilen wir sie und setzen an die Spitze eines jeden Staates einen Herrscher ein, der unsere, die Interessen von Frankreich und die Interessen von Großbritannien und dann abgelöst die Interessen der USA vertritt. Wenn wir also eine Veränderung der Lage in Palästina herbeiführen möchten, dann müssen wir unsere Gedanken ändern. Dann dürfen wir nicht mehr in den Kategorien denken, die uns die Kolonialherren gegeben haben, nämlich in den Nationalkategorien, dass wir Palästinenser sind und unsere Nachbarn Libanesen sind und wir durch eine Grenze getrennt sind, jeder seine Nationalflagge hat, jeder seine Nationalhymne hat, jeder seine nationale Identität hat und somit auch seine nationalen Probleme hat. Und deswegen ist es ja so, dass unsere Geschwister in Ägypten denken, dass das, was passiert, in Palästina passiert. Und wenn es in Ägypten vielleicht passieren würde, sie sehr wohl etwas machen könnten und müssten. Aber in der Realität ist es nicht so. Und vor allem in unserem La ilaha illallah wa shahid Habibullah ist es nicht so. Denn dort gibt es keinen Unterschied zwischen Palästinenser und Ägypter, zwischen Palästinenser und Syrer. Bei La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, gibt es das nicht. Dort gibt es nur Al-Muslimu Achul Muslim. Der Muslim ist der Bruder des Muslims. Dort gibt es nicht Palästinenser und Ägypter. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Bei La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah müssen wir dem Unterdrückten zur Hilfe eilen. Auch wenn er selbst nicht La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sagt. Auch wenn er selbst davon nicht überzeugt ist. Und das hat doch das islamische System über 1000 Jahre den Menschen dort gewährleistet. Als die Kreuzritter in Palästina einmarschiert sind, dann haben die Christen in Palästina mit den Muslimen gegen ihre Glaubensbrüder gekämpft. Obwohl sie selbst Christen waren, weil sie gesagt haben, der Islam hat uns Gerechtigkeit gebracht. Und Salahuddin al-Ayyubi ist doch als gerechter Herrscher eingegangen in die Geschichte. Und was das Ganze nochmal bekräftigt und untermauert, ist doch die Tatsache, dass der große Held von Palästina, Salahuddin al-Ayyubi, kein Palästinenser war und nicht einmal Araber war. Er war auch kein Ägypter, Syrer, Libanese oder Iraker. Er war nämlich Kurde. Aber die Tatsache, dass er Kurde war, hat ihn nicht daran gehindert zu sagen, dass dort Ungerechtigkeit passiert und dass ich meinen Geschwistern zu Hilfe eilen muss. Warum? Weil er nicht in diesen Kategorien gedacht hat, die man uns heute vorgegeben hat. Und deswegen, wenn wir heute einen Gedanken mitnehmen, der uns in der Zukunft, inshallah, einen Schritt weiterbringt, ist es der, dass wir den Nationalismus, den uns die Kolonialmächte gegeben haben, unsere Feinde haben uns das gegeben, dass wir diesen Nationalismus ablegen. Natürlich! Natürlich gibt es noch viele weitere Probleme und viele Punkte, über die wir sprechen müssen. Aber in der gegenwärtigen Situation ist das vielleicht ein Punkt, den ich ansprechen wollte, der uns inshallah ta'ala in der Zukunft weiterbringt. Anhand des Lebens unseres Propheten, an dem wir glauben und der uns das vorgelebt hat, und anhand des Beispiels der großen Helden des Islams, wie beispielsweise Salahuddin Ayyubi, dessen Befreiung von Palästina sich diesmal, also vor ein paar Tagen noch, zum 862. Mal wiederholt hat. Barakallahu fikum fürs Zuhören. Wassalamu alaikum.